Ich bin David Filecki, kurz Dev, bin studierter Medienwissenschaftler und nebenbei Comiczeichner und Illustrator und ich mag super gerne Schnitzel. Okay, ja, die Story zu meinem aktuellen Werk 78 Tage auf der Straße des Hasses ist geprägt durch autobiografische Ereignisse und ja, behandelt die Geschichte von mir und meinem alten Schulkamerad Roy Seifert, wie wir halt murrend und singend durch die Lande ziehen. Wie bin ich dazu inspiriert worden? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, beim Mensa-Essen. Soll ich das noch näher ausführen? Ja, sehr gerne. Ja, also ich glaube, die Idee ursprünglich war einfach nur einen durch und durch vor Gewalt und popkulturellen Zitaten triefenden, gewaltigen Independent-Manga zu erschaffen, abgeschlossen in 250 Kapiteln. Und das war auch damals der Startschuss für unseren Independent-Verlag Delphinium Prince, bevor es dann halt der große Konzern Tokyopop aufgesaugt hat. Und ich weiß auch nicht genau, wie das alles so entstanden ist, aber ich glaube, wir waren einfach nur jung und einfach drauf los gebrainstormt, was könnte man da machen. Und im Nachhinein haben wir uns noch überlegt, hey, wir könnten doch aus dem ersten Kapitel jetzt noch so eine richtige Story machen. Aber wie gesagt, das meiste basiert auf irgendwelchen Sachen, die uns wirklich mal passiert sind. Die sind ja nur ein bisschen aufpoliert mit diversen Anekdoten, die vielleicht so nicht passiert sind. Aber das muss jeder Leser für sich entscheiden, was da wohl dazu erfunden ist. Also der Roy hat sich nicht aktiv beteiligt. Das war eher so, dass viele Sachen, die mir am Roy aufgefallen sind als Mensch, und er ist ein sehr schlechter Mensch, er ist ein böser Knochen, es ist ein unmoralischer, zynischer Bastard, der Roy Seifert. Also er guckt das Video auch nicht, deswegen kann ich das jetzt so sagen. Er ist nicht im Internet aktiv, er hat keinen Computer. Und ich habe viele Sachen mit dem Roy erlebt, die haben mir seine wahre Fratze gezeigt und ich dachte, ich muss das zu Papier bringen. Und viele der Geschichten aus 78 Tage, viele kleine Rückblicke und Zitate, die er bringt, die sind tatsächlich aus dem echten Leben gegriffen. Damit musste ich mich viele Jahre lang rumquälen und jetzt habe ich endlich ein Sprachrohr gefunden, um das endlich mal rauszulassen. Ja, die Zahl ist, die war noch nicht belegt. Es gibt eine Theorie aus der Medienwissenschaft, das nennt sich Mindfuck, dass du, wenn du eine Information nur häufig genug irgendwo mit fallen lässt und wenn es die Zahl zum Beispiel 23 oder 42 ist, dann brennt die sich irgendwann mal in den Köpfen der Menschen ein. Das ist genauso wie die 23 als Illuminatenzahl. Jedes Mal, wenn jemand irgendwo eine 23 sieht, glaubt er sofort, oh, da sind irgendwelche Verschwörungstheorien im Gange. Und ich habe mir einfach eine Zahl rausgesucht, die noch nicht belegt war, die 78. Und es ist tatsächlich so, viele meiner Leser sehen jetzt überall mal eine 78, die ihnen vorher nicht aufgefallen ist. Und da macht die Zahl 78 Werbung für meinen Manga. Das ist jetzt natürlich eine sehr unromantische Erklärung. Also die romantische Version ist, dass es mir ganz doll am Herzen lag, dass es genau 78 Tage lang gehen soll, die Reise. Und das wird ja unchronologisch erzählt, der Comic. Und ich setze, glaube ich, bei Tag 26 an. Und mein Ziel ist irgendwann mal, wenn ich mit 80 Jahren dahin sieche in dem Keller in Kambodscha, dass ich das letzte Kapitel des Comics zeichne. Und dann sind alle 78 Tage erzählt. Schaffe ich wahrscheinlich nicht. Spoiler. Nee, das ist der Rückblick, der ist eine von vielen kleinen Anspielungen auf irgendwelche Sachen aus der Popkultur. Zum Beispiel bestimmte Aufbauten von Fernsehserien und so weiter. Und da gibt es ja auch häufig diesen Rückblick am Anfang. Ich will damit einfach nur die Leser verwirren. Ja. Am besten schon gleich mit der ersten Seite verkraulen, dass sie es gar nicht erst versuchen, den Comic weiterzulesen. Das ist mein Ziel, da würde ich mich sehr freuen. Also es wird tatsächlich noch aufgegriffen, also das ist halt dieser unchronologischen Erzählweise geschuldet und irgendwann wird all das noch im Comic vorkommen, was in diesen ersten paar Panels gezeigt wird. Das spielt auch tatsächlich teilweise noch eine Rolle innerhalb der ersten großen Geschichte. Ja, die Hauptcharaktere. Der Hauptcharakter Nummer 1 ist halt wie gesagt der Roy Seifert, über den ich vorher schon ausführlich hergezogen bin. Da ist einfach die Idee, dass ich in seiner Figur, ist ja ein psychopathischer Massenmörder in dem Comic, ja, die vielen verschiedenen negativen Eigenschaften von dem echten Roy Seifert einfach nur ein bisschen übertrieben habe, aber nicht viel. Also er ist tatsächlich sehr nah dran an dem Comic-Roy.
Die andere Figur, das bin ich selbst, der Dave. Treu, doof, wie ich halt im echten Leben auch bin. Immer mit einem Lied auf den Lippen. Ja, dann gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Also ich esse halt gern mal einen Schnitzel, kann es nur da auch wieder wiederholen. Erlebe lustige Abenteuer den ganzen Tag. Wenn ich mal nicht Comics zeichne, ziehe ich raus in die Welt und erlebe den krassesten Scheiß. Es ist total verrückt, mein Leben. Immer was los. Pikachu und die Pokémon. Genau, das Thema, dass da angeblich Pokémon und andere von Game Freak und Nintendo besessene Figuren auftreten in meinem Comic, das ist natürlich Quatsch. Das stimmt überhaupt nicht. Es kommen tatsächlich Figuren vor, die so ähnlich aussehen. Das mag durchaus sein, aber die haben natürlich schon einen riesigen Balken statt Augen. Das sind die nicht. Es gibt aber tatsächlich eine Sammelart Monster in 78 Tage, die müssen alle gefangen werden und verspeist werden, weil die ein großes Geheimnis beherbergen. Man muss aber wirklich alle verspeist haben. Mehr kann ich dazu noch nicht verraten. Und ja, da kann sich ja jeder seinen eigenen Teil dazu denken, warum die da drin vorkommen. Ich weiß es selber nicht. Ja, so die Länge der Geschichte ist sehr, sehr lang. Also solange die Geschichte halbwegs Erfolg hat, würde ich die halt auch jahrelang fortsetzen. Ich habe jetzt 6 Jahre gebraucht, um die ersten 4 von 78 Tagen zu erzählen. Also wenn man das jetzt mal hochrechnet. Allerdings wird natürlich die erste Geschichte, die mit Kapitel 18 endet, auch in sich mehr oder weniger geschlossen sein. Es gibt natürlich verschiedene Konsequenzen, die der erste Story-Arc mit sich bringt, die auch für spätere Geschichten aus diesem 78-Tage-Universum Relevanz haben. Aber ich glaube, ich werde das in den nächsten Jahren eher so aufbauen, dass ich von Story-Arc zu Story-Arc zeichne. Und ja, mal gucken. Ich glaube, nach mindestens 10, 20 Jahren werde ich an dem Projekt schon verschwenden. Ja, ich esse unheimlich viel Joghurt nebenbei. Also das ist, glaube ich, das Einzige. Ich höre nebenbei Podcasts an und Musik. Und ich achte darauf, dass mein Bleistift immer gut gespitzt ist. Aber ansonsten, ich glaube, ich zeichne einfach so drauf hinein, in den Tag hinein. Und ich glaube, für Rituale habe ich überhaupt gar keine Zeit. Ich habe strenge Deadlines, wenn ich danach anfange, mich nach jeder Seite 3-mal im Kreis zu drehen. Nee, habe ich nicht. Habe keine wichtigen Rituale, nein. Also es ist nicht nur meine, also tatsächlich der allerbeste Manga aller Zeiten ist Dr. Slump von Akira Toriyama. Das kann man auch objektiv beweisen. Anime, ja, ist schwierig. Also der Dr. Slump-Anime, der bei uns in Deutschland lief, der war grauenhaft. Der hat auch nichts mit dem Manga zu tun. Ich habe aber unheimlich gern diese ganz alten Schinken angeguckt, diese Romanverfilmung. Ja, Heidi, Mädchen von der Farm und kleine Prinzessin Sarah, weil ich ein sehr sensibler Mensch bin und auch sehr nostalgisch. Ich hänge nach wie vor in den 70er Jahren fest und ich gucke auch keine modernen Anime tatsächlich an. Ich lese auch ganz selten mal einen modernen Manga, weil das mich doch ein bisschen verschreckt und verwirrt. Ich komme da ganz schlecht mit, rein mental. Und ansonsten würde ich halt allen Leuten noch empfehlen, wenn sie mal was Gutes lesen wollen von den aktuellen Sachen, kann ich noch Punpun empfehlen und ansonsten Klassiker wie Battle Angel Alita, läuft ja noch nach wie vor. Kleiner Geheimtipp, Dragon Ball. Ja, Yakita Te Japan, Entschuldigung, das hätte ich ja fast vergessen. Yakita Te Japan und alles von mir mag ich auch sehr gern. Ja, so, ich hoffe mal, dass Tokyo Pop mich irgendwann mal wieder ranlässt. Ansonsten mache ich sehr viele Sachen über meinen kleinen Verlag Delphinium Prints, der mittlerweile auch gar nicht mal mehr so klein ist. Da habe ich zum Beispiel aktuell das Projekt Infamous Justice Force Strikers, was ich aktuell auch als Webcomic veröffentliche, zum Beispiel auf meiner Facebook-Künstlerseite oder auf Animex. Da habe ich heute gerade den ersten Band rausgebracht hier auf der Konichi. Ich habe noch ein wöchentliches Comic-Engagement mit einem Verlag aus Fulda, das nennt sich Der Schlaufuchs. Das ist ein sehr freundlicher Comic für Kinder, also das komplette Gegenstück zu allem anderen, was ich jemals gemacht habe. Und es rutschen ständig Kurzgeschichten noch mit rein. Ich sage immer, ich bin jetzt so alt, ich kann nicht mehr so viele Kurzgeschichten zeichnen, ich muss mich auf einige wenige Projekte konzentrieren. Aber wenn jetzt irgendjemand kommt, egal wer, und fragt, kannst du mir mal eine Kurzgeschichte zeichnen, ich mache das in der Regel immer. Also an alle, die das hören und meine Kurzgeschichte von mir gezeichnet haben möchten, ich mache das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Ja, ansonsten habe ich halt nach 78 Tage, was ich jetzt demnächst fortsetzen werde. Und ich mache jetzt tatsächlich einen Comic zu einem Film. Ein Kollege von mir hat einen Horrorfilm in Produktion. Das ist jetzt sein dritter Spielfilm, den er gerade macht.
und wir sind schon lang befreundet. Naja. Ja, und es ist halt irgend so ein Schlitzer-Horror-Found-Footage-Film und ich soll da die Vorgeschichte machen, wie der Killer zu dem Killer wird. Bin ja gespannt. Das wird dann wahrscheinlich mal irgendwelchen DVDs beigelegt und tatsächlich nach Japan verschifft. Mein erster Comic, der in Japan rauskommt. Lang hat's gedauert.